Wundervoll, wundervoll. Und Stage 7, der gute alte Hangar. Der ist so richtig gay einfach. Aber egal. Einfach hier runterspringen. Zack. Oh, das habe ich mal wieder nicht gesehen. Also aufpassen muss man bei diesem Spiel leider. Wie ihr schon seht. Rapid Fire kann man immer einsammeln, tut Arsch gut. Diese Wände sind auch sehr... Als hätte ich es gewusst, ne? So Sachen, die muss man einfach wissen, sonst hat man einfach verkackt bei diesem Spiel. Ja. Jetzt haben wir ein B, das heißt so viel, wir können alles berühren, ohne getötet zu werden. Den Wagen sollten wir gut einsammeln. Wir oben rum können, das ist nämlich eine Spur einfacher. Ich befürchte zwar, dass ich wieder zum Boss komme. Jetzt kommen ja noch 20.000 Wände. Warum auch nicht? Und dann noch mehr welche. Ja, jetzt müssen wir uns wieder ducken. Jetzt wird es cool eigentlich. Ja, doch. Hauptsache immer die Schusstaste gedrückt lassen. Und immer schön ducken. Und nochmal ducken. Jetzt wird es etwas tricky. Weil sie einfach von allen Seiten schießen. Deswegen den. Oh nein, jetzt ist das Ducken wieder im Arsch. Haben wir natürlich, sehen wir irgendwie alt aus, ne? Ja, das hatte ich befürchtet. Ja, alles dank dem guten alten Ducken. Sonst wäre das auch alles NP, würde ich sagen. Oieieiei, das war knapp. Mal, dass sie... Oh Gott. Also jetzt wird es echt langsam echt böse. Das Wichtige ist einfach echt, dass man die Gegner alle trifft. Eieiei. Also wirklich Probleme gibt es mit dem D-Pad echt nur, wenn man sich ducken muss. Das ist schon echt garstig. Naja, das ist auf jeden Fall das letzte Level. Ja, mit der Waffe kann man auch spielen, sag ich mal. Da kommen wir zu. Ach du Scheiße. Wie war denn das nochmal? Ja, die kommen jetzt von überall her. Aus diesem hässlichen, komischen Kauz da oben. Theoretisch kann man rechts gedrückt halten, da kommt der erste von unten. Den anderen kann man dann oben abschließen. Und dann immer wieder gegen die Wand laufen. Tut Arsch gut. Er hat's aber auch drauf, Mensch. Ja, am besten ist hier natürlich die S-Waffe. Das kann man sich ja nicht aussuchen, nicht? Oh ja, komm. Dann nehme ich mir jetzt doch lieber etwas Zeit. Das zahlt sich manchmal echt aus. Ja, das dürfte ja kein Problem sein.
Es dürfte ja gleich schon irgendwas angetanzt kommen. Ja, diese komischen Viecher. Aber wenn man sich da schön duckt, dann passt das. Wie man sieht. Das ist, glaube ich, jetzt der Endboss. Einfach draufhalten den ganzen Tag. Und ducken kann ich immer noch. Ja, ich glaube, das war's jetzt erstmal. Da geht jetzt alles in die Luft und alle freuen sich. Das Coole ist, falls ihr so behindert sein wollt, könnt ihr beim erneuten Durchspielen gleich mit der Waffe anfangen, die ihr zuletzt hattet. Ergibt natürlich keinen Sinn, braucht keiner, will auch keiner. Sei denn, ihr wollt euren Highscore brechen. So viel dazu. Ich habe jetzt erstmal keinen Bock mehr auf das Spiel. Und lasst den Kack jetzt einfach nochmal durchlaufen. Das einzig Gute, was jetzt im Bild zu sehen ist, ist eigentlich das hier. Ne? Bin ich jedenfalls der Meinung. Und ja. Das ist übrigens die Game-Over-Melodie. Und wenn wir jetzt kacke sind, dann geht es einfach wieder von vorne los. Geht es einfach wieder von vorne los. Es geht einfach wieder von vorne los. Jetzt habe ich aber auch echt keinen Bock mehr. Ich lasse mich jetzt einfach umbringen. Aber nicht von dem Springenden. Und tut mir den Gefallen, falls ihr dieses Spiel spielt, spielt es wirklich niemals mit diesem Scheißding durch. Das ist einfach nur, ihr seht das ja, das ist einfach nur echt. Ich meine, es funktioniert, klar. Aber gerade mit dem Ducken kann man, wenn man sich duckt, schon echt Probleme bekommen. Wenn ich mich jetzt zu weit rechts ducke, dann... Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall erstmal durchgezockt. Tschüss.